Bürgermeister von Monaco, Georges Masson. Organisatorin des Wiener Balls Monaco, Verena Meyer. Und der Repräsentant des Wiener Balles, Herr Landesabgeordneter Ernst Woller. Minister AD Dr. Werner Faselabend, Minister für Landeswirtschaft. Imperial and Royal Highnesses Hertha Margarete und Sandor Habsburg-Lothringen. Ein herzliches Grüß Gott, ich spreche in der Wiener Sprache, unser Österreich. Ich glaube, es wurde heute schon alles gesagt. Wir freuen uns, dass alle unsere Gäste, unsere Freunde aus Russland, aus der Ukraine, aus Frankreich, aus Monaco, aus Ungarn, aus Südafrika, aus Belgien, habe ich alle? Deutschland, Monaco, alle gekommen sind, genießen Sie diesen Abend. Es wird auch hier gezeigt, unsere typische Wiener Tradition, die österreichische Kultur. Und wir freuen uns alle, wenn ihr nach Wien, nach Österreich kommt, ihr seid alle herzlichst willkommen. Und die Debütanten aus Österreich und aus Monaco gemeinsam werden euch heute unsere gemeinsame Tradition bieten. Und ich wünsche euch allen viel Freude und viel Spaß. Danke. Damen und Herren, ich darf Ihnen jetzt eine Künstlerin aus Wien ankündigen, die Frau Professor Marcella Cerno. Sie wird für uns die Eröffnung singen und ich hoffe sich, dass sie an ihren Gesang erfreut. Ich habe sie schon in Wien gehört und deswegen steht sie jetzt eigentlich hier. Und ich wünsche Ihnen viel Vergnügen mit Marcella Cerno.
collection of Austria Imperialis. So enjoy your meal, and meanwhile, in a few minutes, we'll start the fashion show.
allem einen fantastischen Abend. Und danke für meine liebe, allerliebste Hertha Habsburg Katharina. Dankeschön. Thank you.
nicht nur mit einer schönen Frau singen, sondern mit zwei. Aber jetzt zu etwas ganz anderem. Sie haben gerade Operette gehört und jetzt machen wir einen kleinen Sprung in das sogenannte Klassik-Pop-Genre. Es ist so eine schöne Runde hier, wunderbare Menschen. Es ist eine freundschaftliche Runde hier auch. Und deshalb singen wir für Sie Amigos para siempre. Freunde. Wow.
chef de cette soirée qui nous a présenté le buffet, Monsieur Jürgen Steinbrecher, et le sous-chef Wolfgang Woller. Diese beiden sind seit einer Woche aus Wien angereist und haben die ganze Woche hier im Café de Paris typische Wiener Küche gekocht. Am ersten Tag hat unser Chefkoch 80 Kaiserschmarrn gekocht und wurden angeboten. Und seitdem haben sie in die Türen eingelaufen hier. Je vais présenter ça un peu en français. Donc le chef, il a préparé un dessert spécial d'Autriche, c'est le Kaiserschmarrn. C'est un dessert à la minute. Et le premier jour, quand il a commencé à présenter ça, il a vendu au Café de Paris 80 Kaiserschmarrn. Ça, c'est un record. Donc je trouve qu'il faut répéter ça au moins l'année prochaine. Möchten Sie dafür heute Auszeichnung, dass Sie sich so für die Wiener, für die österreichische Kultur einsetzen, diese weitertragen in alle Länder hinaus auf der ganzen Welt. Sie haben gestern bereits die Auszeichnungsnadel erhalten und heute gibt es die Urkunde dazu. Ich werde den Text auf Deutsch lesen. Du magst es. Für den friedensstiftenden Beitrag durch die Leistung des Einsatzes im internationalen Dialog, der internationale Verständigung und Förderung der Tradition und Kultur. Dafür sagen wir unseren herzlichsten Dank. Tous les gens que vous voyez ici, ils vont recevoir une décoration pour leur esprit de donner tout pour la culture, pour la paix et pour leur engagement dans le monde. Je suis le sous-chef des cuisines. C'était un plaisir et un honneur de travailler avec messieurs les chefs autrichiens qui représentent l'Autriche effectivement avec une cuisine quand même connue dans le monde entier et appréciée par le monde entier. C'était un honneur et puis je vous remercie tous et merci messieurs les chefs. Merci à vous. Dass wir aus Österreich hier sein dürfen. Wir sind eigentlich gekommen als Fremde in das Café de Paris und gehen wirklich als Freunde mit einer großartigen Unterstützung des Chefs Patrice. Er hat uns in jeder Weise unterstützt. Wir haben einen Freund noch, einen Italiener, der sehr gut Deutsch spricht, beziehungsweise in Deutschland aufgewachsen ist. Und der hat es uns natürlich sehr, sehr leicht gemacht, unsere Vorstellungen den Franzosen, Italienern, die eine Brigade darstellt von 50 Personen oder mehr, dass wir auch das umsetzen konnten, was wir uns, mein Sous-Chef Wolfgang Woller und ich mir vorgestellt haben. Und ohne diese tolle Zusammenarbeit hätten wir das nicht geschafft, was wir heute auf den Tisch gebracht haben. Und ich glaube, ganz schlecht ist nicht gewesen, so viele Leute, die sich bei mir bedankt haben. Es macht mir wirklich sehr, sehr viel große Freude, dass wir hier sein dürfen. Und der Hauptschuldige eigentlich, dass ich hier bin, ist der Direktor des Café de Paris, Stefano Moncato, der eigentlich ein Freund von mir seit 25 oder 30 Jahren ist. Da waren wir noch er Kellner, ich kleiner Koch. Und seit dieser Zeit kennen wir uns eigentlich und das ist immer fortgesetzt worden.
und dadurch ist eine wirkliche Freundschaft entstanden. Ich möchte mich nochmal bei Ihnen allen sehr herzlich bedanken. Durchlaucht, gnädige Frau, meine Damen, ich möchte mich sehr, sehr herzlich bedanken, dass wir die Möglichkeit gehabt haben, als Casa del Vino aus Österreich hier im Café de Paris eine wunderschöne Woche zu verbringen. Es ist nicht immer leicht gewesen, weil doch etliche Barrieren sind. Wir haben andere Vorstellungen des Fleisches etc. 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 Aber wir haben die großartigste Unterstützung bekommen, die wir uns vorstellen konnten. Merci. Just a few words in translation into English language. Mr. Steinberg expresses his extreme gratitude and pleasure. He says the first most important thing is he came here. They knew no one. They were all strangers. And now after 8 days of work, he will leave as friends. And he says it was an incredible experience working with a team of 50 people together to produce this wonderful food, and with all this perfect cooperation, it would not have been possible. And he reminisces back in his young days as a cook, where he got to know our director of the Café de Paris when he was a waiter. And I have a 25-year-long friendship. And it is this friendship that has brought them together. I would like to say a few words anyway. I hope you will enjoy the evening, it's a pleasure to have you almost here. And what is very nice this evening, of course, is the dancer. I can say, everything is going to continue. I don't be very long. I would like to thank you to the chef, everyone, which really they made a good job. We made the specialty also in the restaurant, and we sell many, many plates. So we can say, Austria is becoming Monaco, and we wish to continue that for next year. I wish you have a nice evening, enjoy yourself, and the music at the ball is going to continue. Thank you. We say thank you very much for your great engagement between Vienna and Monaco. Thank you very much. Thank you very much. Ich komme aus Kroatien, bei mir kommen alle schon hin. Aber wo? Zagreb. Ja. Wir haben Freunde, die wir Wir möchten nun heute 4 Personen auszeichnen, die sich schon jahrelang für die österreichische, für die Wiener Kultur einsetzen und die hier auch jahrelang diese Kultur schon verkörpern, so dass wir heuer wirklich den ersten offiziellen Wiener Ball machen haben können. Und ich möchte nun die 4 Personen zu mir bitten. Das ist Mirella Piano, Herr Hofbauer, und die Vorsitzenden der Tanzschule Dobner, Herr Dobner und die Frau Steinmetz. Ladies and gentlemen, we wish to
reward those persons who over many, many years have worked very hard to promote and maintain Austrian culture here in Monaco. And it is their dedication that has made this wonderful evening possible and the first official Vienna Ball in Monte Carlo. Und wir dürfen euch heute die Verdienstmedaille in Silber überreichen von Flame of Peace. Sie wird an Menschen überreicht, die sich einsetzen für den Frieden, für die Freiheit und für die Freundschaft. Und Musik ist der größte Friedensbotschafter dieser Welt. Und was ihr verkörpert mit eurer Musik, mit unserer Kultur, mit unserer Tradition, ihr seid einer der größten Friedensbotschafter. Pleasure of presenting you with a Medal of Merit in Silver from the Flame of Peace for your music, for your dedication. Music is the number one ambassador of peace in the world. Und die Verdienstmedaille ist mit Tragegenehmigung vom österreichischen Ministerium für Landesverteidigung auch eine sehr schöne Anerkennung für uns alle. Danke. This Medal of Merit has a special recognition from our Austrian Ministry of Defense to be worn on Austrian uniforms and is also given to soldiers and men and women in service for peace and NATO peacekeeping. NATO peacekeeping missions. Thank you. Stellvertretend für alle Debütanten und Debütantinnen die Dankesurkunden überreichen für ihren Einsatz, den sie für unsere Kultur und für unsere Tradition leisten. Dankeschön. I also have a great pleasure to present you Mr. Dobner. Symbolically, all the certificates for all the debutants, ladies and gentlemen, for their application and their participation in this, the first Vienna Ball in Monaco. Der Herr Hofbauer und der Herr Dobner übernehmen für alle Musiker, auch unsere Sänger, stellvertretend auch für die Musikanten. Dankeschön, die Urkunden und vielen Dank für euren Einsatz und dass ihr heute da seid und unsere Kultur so hinausträgt in die Welt. Danke. And also a special thanks to Mr. Hofer and his band, the whole team, and we thank them especially for making this evening such a special, wonderful one for us. Thank you, gentlemen and ladies. Quiero dar un vuelo en mi sentimiento de sol y de color.